Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind wieder beim BBC Micro und das ist tatsächlich der Last Ninja auf dem BBC Micro. Farbgestaltung kennt ihr ja, ist wieder so CGA lässt grüßen. Witzig für euch, ich habe es jetzt rausgefunden, wie man springt mit K. Für Kamp oder so. Ich weiß es nicht, aber K ist springen. So. Das ist normaler Attack-Button. Irgendeiner hatte schon gespoilt, wer das Schwert findet, der hat dann sozusagen eigentlich in dem Spiel schon fast gewonnen. Mal gucken. Ich freue mich auf die Sprungpassagen. Irgendeiner hatte, das war ganz lustig, hatte ein Playthrough gemacht. Na komm. Kannst du nicht? Nimm doch. Danke. Er hat einen Playthrough gemacht von der Amiga-Version und beschwerte sich darüber, boah, ist das schwer zu steuern. Nee, ist es nicht. Ist halt so eine Pseudo-3D-Perspektive. Aber sieht man, glaube ich, dass das handwerklich gar nicht so verkehrt gemacht ist. Natürlich keine Musik, was jetzt ein bisschen Charme da rausnimmt. Uah! Hat irgendeiner gesagt, wie schon mit Schwert bist du unbesiegbar? Welcher Pfeifenkopf war das denn? Deswegen glauben sie dem Internet. Die wissen alles. So. Würdest du mal? Danke. So, komm. Hier gibt's mal wieder richtig einen aufs Maul. So. So. Tasche. Soll das darstellen? So, kann man hier eigentlich auch beten? Geht das? Ja, geht. So, das ist der Schlüssel. Das ist für Level 2. Das ist das Chaco. So, wunderbar. So. Dann kriegst du jetzt nochmal richtig aufs Maul. So, du kriegst auch richtig aus dem Maul. Also das ist... So. Das heißt, jetzt kommt die erste Sprungpassage. Ich überlege gerade mal, kann ich die umgehen? Es gibt ja tatsächlich am Anfang eine Möglichkeit, eine Sprungpassage zu umgehen. Ich weiß aber nicht, ob man alle umgehen kann. Ich glaube nämlich nicht. Vor allem, wir haben ja auch eigentlich alles abgeräumt jetzt. Da müssen wir lang. Ob wir wollen oder nicht. So. Dann wollen wir mal gucken. I hate my life. So, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir unendlich Leben haben. Hä? Toll. Und jetzt fangen wir wieder vorne an. Super. Super. Großartig. Spitze. Tja. Wahrscheinlich muss man erst die Sprungpassagen lernen, bevor man überhaupt irgendwie anfängt, hier richtig zu zocken. Deswegen für die Leute, die mal sagen, alle Portierungen sind gut. Fast. Fast. So, nochmal.
Oh, da kommt wieder ein Kandidat, der mal wieder ganz große Weisheiten von sich gibt. Es macht übrigens, um mal, ihr seht das gerade hier dementsprechend, ihr, die das auf YouTube sieht, es macht ganz viel Sinn, da dementsprechend da Views und Follower zu kaufen, weil das ist natürlich der volle Erfolg. Ja? Weil viele Zahlen, ne, bringt ja viele Aufrufe. Und auf Wiedersehen. So. Ich sehe gerade, er hat uns auch schon wieder verlassen. Ist ja ähnlich. Ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, wo die Leute das hier sowieso sehen, auf Twitch hat man eigentlich immer eine schöne Runde. Also seid auch mal gern dabei. Ich weiß, der eine oder andere nölt immer rum. Nee, ich kann nicht live dabei sein. Ich kann es auch live nicht nachgucken. Und wie auch immer. Das kann man alles. Das schafft man. Ich weiß. Ihr seid auch wahrscheinlich die Kandidaten, die mit Netflix nicht klarkommen. Aber seid mal einfach live dabei. Es macht um einiges die Sache interessanter. Ja. Das ist super lustig. Das schaffe ich nie im Leben. Das schaffe ich nie im Leben. Man kann auch treten, falls irgendeiner das wissen möchte. Vor allem kann es sein, dass man hier auch nur drei Leben hat. Das hat man ja sogar bei der 64er-Version, glaube ich, fünf, glaube ich, ne? Naja. Ich glaube, ich werde die Sprungpassage mit Sicherheit nicht packen. So, machen wir noch mal den Versuch. Ja. Ob das jetzt eine Superior-Version ist, um den Gag aus dem Titlescreen zu überleben, lassen wir mal einfach mal liegen. Es läuft. Es ist Last Ninja auf dem BBC Micro. Eigentlich ein System, wo man vielleicht Last Ninja nicht unbedingt erwartet. Es sieht okay aus, spielt sich gut, aber ich glaube, was das die Sprungphysik angeht, muss man, glaube ich, hier eine Menge auswendig lernen. Und ja, das wird man nicht mit einem Versuch schaffen. Aber ich kann versprechen, wir sehen den letzten Ninja nochmal wieder. Es ist also nicht der allerletzte Ninja, sondern es gibt ja noch den allerletzten Ninja. Und wäre es eine Filmreihe, würden wir wahrscheinlich auch noch ein Prequel haben. Aber gut, gucken wir mal. Machen wir. Bis dann. Ciao.